gibt natürlich viele Situationen, wo man wirklich ganz schnelle Entscheidungen braucht. Ja. Vielleicht kommen wir da mal auf das heikle Thema der automatischen Waffen, automatisierten Waffen zu sprechen. Ja. Da spielt natürlich die Zeit eine ganz entscheidende Rolle. Ja. Wie sehen Sie die Situation an der Stelle? Also auch da läuft ja in der Öffentlichkeit der Begriff autonome Waffensysteme. Ja. Diesen Begriff sehen wir sehr kritisch. Die Frage ist, ob es das überhaupt geben darf. Also autonome Waffensysteme. Der Begriff Autonomie wurde ja mal geprägt in der Philosophie und dann auch in der Psychologie, angewandt auf den Menschen, dass der ausreichend Autonomie und Freiheitsgrade damit verbunden hat, um Entscheidungen zu treffen und dafür dann auch die Verantwortung zu tragen. Und zwar losgelöst von irgendwelchen anderen Vorgaben. Und wenn wir das jetzt auf Waffensysteme übersetzen, wollen wir autonome Waffensysteme? Und die Diskussion wird auch intensiv geführt. Die Antwort ist nicht einfach nur, nein, wir wollen sie nicht, weil wir haben da auch ein Problem, dass die Technik da auch reindrückt, also auch Waffensysteme ermöglicht, die durchaus selbstständiger sind. Also auch Roboter ermöglichen würde, die in ein bestimmtes Gebiet reingehen und da alles bekämpfen, was lebt, oder nur bestimmte Teile dieser Lebewesen da bekämpft oder nur bestimmte andere Waffensysteme bekämpft. Und wir haben gleichzeitig, leben wir in einer politischen Weltlage, wo Staaten unterschiedliche ethische Ansprüche haben. Ja. Also Beispiel China, Beispiel Russland. Und das wird auch verhandelt gerade in Genf. Was sind da die Mindestansprüche und welche Art der autonomen Waffen sollten wir auch verbannen, sollten wir gar nicht machen. Also ähnlich wie wir bestimmte Landminen auch uns geeinigt haben, das wollen wir nicht als Menschen. Das ist unethisch, unmoralisch. Diese Verhandlungen sind sehr schwierig, also sie dauern noch an, aber bisher nicht sehr erfolgsversprechend, muss man auch dazu sagen, weil es eben Staaten gibt, die da deutlich blockieren. Und es gibt auch Aussagen drüber aus dem amerikanischen Raum, die sich in einem Art Waffenrennen gerade sehen zu KI im Verteidigungsbereich und eben auch in Waffensystemen. Wir versuchen dieser Diskussion was entgegenzusetzen unter dem Titel Kontrollierbarkeit. Dass wir Mindeststandards festlegen, wie wollen wir diese Waffensysteme kontrollieren? Also wann würden wir davon sprechen, dass ein Mensch noch in Kontrolle jetzt von einem Roboter ist oder von einer Verteidigungsanlage, die selbstständig auch agieren könnte. Und die Aussagen hier in Europa sind da sehr eindeutig, dass der Mensch also ausreichend Zeit haben sollte, dass er gute Mensch-Maschine-Schnittstellen haben sollte, um das tatsächlich auch beurteilen zu können. Und die Diskussion ist auch sehr intensiv mit den Ethikern, dass für Verteidigung, also wenn man angegriffen wird und muss sich schnell selbst verteidigen, da durchaus auch hochautomatisierte Waffensysteme zulässig sind. Also zum Beispiel eine Rakete, die schnell anfliegt, wo der Mensch zu langsam wäre, die abzuschießen, dass die auch die Maschine abschießen darf. Also da besteht eine hohe Einigkeit darüber, dass das auch so sein darf. Jetzt für Angriffswaffen, das wird sehr kontrovers auch diskutiert. Ob ein Panzer auch tatsächlich automatisiert schießen dürfte. Also da ist in Deutschland überwiegend die Meinung und sehr eindeutig auch von der Bundeswehr, dass da immer noch ein Mensch so im Loop sein muss, dass der eine gute Entscheidung auch selber treffen kann. Ja. Weil dieser Mensch, dieser Soldat oder Soldatin dann auch die Verantwortung ja dafür trägt.